Hi Gude, ich bin die Octavia, gell? Ich wollte euch nur sagen, ich spreche ein bisschen Hessisch heute für euch. Und eine Sprache ist niemals genug. Ich mache die ganze Aufnahme hier für die beiden Freunde, die hinter der Kamera sitzen von mir. Das ist ein neues Projekt von dem jungen Herrn. Der macht eine Webpage, auf der jeder Dialekt dieser Welt aufgenommen werden soll, gell? Und ich mache jetzt das Hessische. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, wenn ihr nicht zufrieden seid mit der Aufnahme, selber was einzuschicken. Darüber würde sich mit Sicherheit sehr herzlich freuen, gell? Bisschen über mich jetzt. Ich komme aus der Nähe von Frankfurt. Nein, es ist nicht Overbach. Ich komme aus dem wunderschönen Taunus. Bin allerdings vor 3 Jahren dort schon weggezogen. Und vermisse es sehr. Ich war letztens zu Hause, habe schön die grüne Soße gegessen mit der Frankfurter Würstchen und es war ein Traum, hellisch. Ich kann nur an alle Hesse sagen, seid glücklich, dass ihr da wohnen tut. Sobald ich kann, werde ich zurückkehren. Ich habe für alle ein bisschen was mitgebracht, um auch was über das Land zu erzählen, gell? Oder über den Raum Frankfurt besser gesagt. Ich habe hier meinen kleinen Bembel dabei. Der Bembel ist das traditionelle Getränk, aus dem man unseren Apfelwein oder auch Äble oder Abelwoi genannt trinke. Gell, immer nur schön sauer gespritzt, niemals süß, das macht hier kein Schwein. Und normalerweise ist das ganze Ding natürlich ein bisschen größer, 1,5 Liter oder sowas, damit man auch schön etwas Süffiges immer in der Hand hat. Wird dann aus dem Gerippte getrunken, gell, so wird das übliche Glas genannt, das lauter kleine Rippsche an der Seite hat, damit die fettigen Finger nicht abrutschen, gell. Ist auf jeden Fall ein Muss für jeden, der mal nach Frankfurt kommen tut, sich das gute Ding anzuschauen, am besten auch eins zu kaufen und direkt alle Verwandtschaft mitzubringen, damit ihr unsere Industrie auch ein bisschen antreiben, gut, gell? Ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen, gell? Ich grüße alle daheim, freue mich bald wieder richtig hessisch um mich rumzuhaben, wenn ich wieder nach Haas fliegen tut. Die beiden Jungs schauen mich wieder so erwartungsvoll an. Ich habe nichts mehr zu sagen, bin heute Blondie und ich wünsche euch noch einen herzlichen, schönen Tag, gell? Bye bye, macht's gut. That's it.